Herzlich willkommen zur virtuellen Chorprobe zu John Rutters For the Beauty of the Earth. Ja, das ist ein wunderschönes Stück, ein Loblied, ein Danklied auf die Schöpfung mit all ihrer Schönheit. Und ich möchte in diesem Tutorial-Video dir das Stück ein bisschen vorstellen, die Einzelstimmen darstellen, am Klavier begleiten. Dann gibt es musikalische Hinweise und zum Schluss immer dann einen kompletten Klavierdurchgang, zu dem du dann deine eigene Stimme mitsingen kannst. In der Hoffnung, dass du dich damit ein bisschen durch diese chorprobenlose Corona-Zeit gesund und vor allem musikalisch munter durchbringen kannst. Also, lass uns einsteigen. Wir haben die erste Strophe für den Sopran allein. Es geht auch mit der Sopranstimme los. Ich singe manchmal nicht mit, beziehungsweise oktaviere. Das ist nicht meine Tonlage, das wird dir keine Freude bereiten. Wir starten. Okay, vielleicht ein paar musikalische Hinweise gerade zur Sopranstimme. Du hast gemerkt, das ist nicht meine Tonlage. In der ersten Strophe ganz, 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 ganz schlanker, aber doch sehr strahlender Ton im Piano. Keinesfalls großes Tremolo, große Kisten auf den langen Tönen, sondern wirklich einfach träumerisch schlicht.
Dann diese wunderschöne Stelle von Rutter mit dieser Septime abwärts, große Septime abwärts, das ist ja extrem selten. Dieses Intervall. Denk es immer, das sage ich gleich nochmal, immer aufwärts denken, das ist eigentlich zur Oktave. Das ist zur Oktave aufwärts geht. Ja, dass du den Ton innerlich einfach nach oben weiter denkst und nicht so einen großen Absturz denkst. Alle Phraseneinstiege, die mit Achtelnoten laufen, bitte sehr, sehr leicht und spielerisch. Over and around is lies. So als ganz, ganz kleine einladende Geste. Niemals over, niemals auf diese Töne fest draufsetzen, sondern dann wird es sofort sehr fest und sehr starr. Überhaupt zum Tempo. Er schreibt happily und gibt halbe vor 66. Häufig wird das Stück, finde ich, zu schnell gemacht, deutlich schneller als diese 66. Wahrscheinlich bin ich gerade auch ein bisschen drüber mit dem Tempo. Aber es sollte auf jeden Fall noch so ein sehr entspanntes Tempo sein, das keinesfalls gehetzt wird, gerade auch bei diesen kleinen Koloraturstellen. Da wirklich tänzerisch jede Note rauszuholen. Er schreibt ja da keinen Legato-Bogen. Nimm es da ruhig sehr, sehr sportlich. Ja, zweite Strophe mit dem Tutti-Chor. Da kann sich der Sopran ein bisschen zurücknehmen und auch einfach genießen, dass der Sound des ganzen Chores dann dabei ist. Dann gibt es in 42 diese wunderschöne Duettstelle. Wenn Sopran und Bässe starten. Und gebt da auch wirklich bei den Haltetönen, gebt ein Ohr einfach auf die Stimmen, die einfach die Antwort bringen. Ja, das ist einfach wirklich ein Dialog, ist zwischen einfach Sopran und Bass im Rahmen und Tenor und Alt in der Mittelsection. In meinem Chor läuft eine kleine Wette, wer in diese Pause wölbt, ne, da wo die Männer dann alleine singen. Also da bitte die Pause gut notieren. Dann, wenn die Stelle Lord of All wieder kommt, bau auf. Lord of All, wirklich schön schlangstrahlend in die Höhe gehen und die Koloratur wirklich ganz, ganz leicht abziehen. Das darf nicht der lauteste Ton der ganzen Phrase sein. Und dann findet es seinen schönen Abschluss. Dritte Strophe, super, 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 super wichtig. Wenn du in einem Chor singst, bei dem das Männerverhältnis fast so wie in den meisten Chören ist, dass es eigentlich man sich wünschen würde, man hätte die doppelte Anzahl von Männern, dann ist dieses Piano, was da jetzt steht, bitte für euch als Pianissimo zu nehmen. Ne? Denn du willst wirklich, du willst for the joy of human life. Und du möchtest eben nur ganz, ganz leise joy of human life. Silbernen Klangteppich da oben haben, aber du möchtest nicht Human Love. Du möchtest keine Trompeten von Jericho, die an der Stelle einfach so die schöne Stimmung, die die Männerstimmen aufgebaut haben im Mezzopiano Espressivo, wieder zerstören, sondern wirklich eher noch Pianissimo denken. 69, schwierige Stelle für die Frauenstimmen aus dem Brother, Sister, Parent, Child, Friends on Earth. Ja, diese zwei und zu erwischen bei den Friends, ohne dass der auch wieder doppelt so laut ist. Ne? Brother, sister, parent, child, friends on earth and friends above. Da so ein bisschen einfach aufbauen, denn langsam übernehmen die Frauenstimmen ja dann wieder die Führung. Das hat Rutter, finde ich, absolut, absolut, absolut fantastisch komponiert. Dass die Frauenstimme wirklich aus dieser Begleiterrolle jetzt so in 73, 75 so Thoughts and Miles sagt, Achtung, gleich übernehmen wir wieder die Führung. Und das tut er dann auch bei 77 Lord of All. Ja? Dort fangt ihr im Grunde dann früher an mit der Phrase, mit der entscheidenden Phrase. Und auch hier wieder die fromme Bitte, dass der höchste Ton, das To thee we raise, dass das To, das hohe G, nicht der lauteste Ton in der Phrase ist, sondern dass der sich wirklich, dass der nicht als Spitzenton heraussticht, sondern dass er sich in die ganze Phrase einschwingt. This such a joyful hymn. Und dann wieder ins Piano zurück, wieder als ganz leise, freudige Antwort. Vierte Strophe. Wir haben den Ton abwechseln. Wunderbar, dieser Bösendorfer, was der hier in der Tiefe macht.
wirklich denke es jetzt ruhig, so ein bisschen oratorisch. Wir singen unisono in der tiefen Mittellage for each perfect. Allerdings auffällig auch, Rutter schreibt nur an dieser Stelle auch nur ein Forte. Er schreibt kein Fortissimo oder gar ein dreifaches Forte, was er natürlich kann, was er auch in anderen Stücken ja durchaus tut. Ich glaube, er verlässt sich einfach genau auf den Effekt Tonartwechsel und der ganze Chor unisono, dass er auch da sagt, Leute, bürgt euch nicht die Seele aus dem Leib, sondern singt es einfach, singt es prachtvoll, singt es Forte, singt es vielleicht erhaben. Also immer dann, wenn du ein Forte mit der Vokabel noch erhaben oder prachtvoll versiehst, dann finde ich, kommt ein Forte viel, viel schöner raus und dann braucht es eben auch nicht das Fortissimo oder gar noch mehr sein. So, was haben wir noch für den Sopran? Ja, Graces, Human and Divine, wieder zurücknehmen als Begleitstimme. Die Oktavsprünge. Auch hier leicht nehmen und nicht auf den oberen Ton wirklich mit großem Akzent drauf gehen. This is a joyful hymn. Beim Taktwechsel. Ich hoffe, dein Chorleiter liest genauso wie ich die Angabe von Rutter Achtel gleich Achtel. Also es ist nicht so wie manche Chöre, die an der Stelle das Tempo dann die das Tempo einmal anziehen, sondern das Tempo der Achtelnoten. Das Tempo der Achtelnoten bleibt ein ganzes Stück konstant. Lediglich ändert er für diese kurzen vier Takte die Taktart in den Dreiachteltakt. Jo, das wäre soweit meine Lesart der Sopranstimme. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und mach gleich mit dem Alt weiter. Hallo lieber Alt, wir lassen den Sopran die erste Strophe alleine singen. Ich steige in 29 ein, kurz vor eurem Einstich in der zweiten Strophe. Thank you.
Da könnt ihr mit einer ganz, ganz, ganz entspannten Stimme einsteigen. Zunächst im Unisono-Gang bis 37, in 39 dann. Of the day and of the night. Dort löst ihr euch von der Sopranstimme ab. Dort bitte dynamisch eine Stufe mehr. Dann in diesem schönen Dialog Sopran. Ihr merkt, der Sopran kommt an dieser Stelle in 45 auf 1. Kommt der Sopran runter auf den Ton S. Und das ist die Stelle des größten, ja, der größten Dissonanz. Ich möchte, dass ihr das echt genießt durch ein Mini-Crescendo. Man könnte ja meinen, dass man so ein bisschen rausgeht, um dem zu entgehen. Im Gegenteil, bleibt dran und genieße einfach genau diese Stelle, die sich ja dann schön auflöst. Dann der Sprung in die hohe Mittellage. Da meint Rutter das mit den Altstimmen nicht gut. Beziehungsweise ich weiß, das wird für manche Altistinnen echt schwer, weil ihr häufig mit dem Sopran unisono in dieser ja, berühmten Bruchlage so um das B und C herum singen müsst. Wisst einfach, dass ganz, ganz häufig, fast immer, der Sopran mitsingt und ihr euch eigentlich sehr, sehr, sehr leise dort an diese Töne rangeben könnt. 50. La, da, ba, ich finde, manchmal sind die hohen Stimmen Sopran Tenor hier so ein bisschen überbewertet. Ich finde fast diese Vierteltriole von Tenor, Bariton und Alt, die finde ich fast spannender als den hohen Ton. Das heißt, euer Crescendo muss wirklich die Kraft haben, durchzuhalten bis zum Wee, bis zu dieser Vierteltriole und dann dürft es abphrasieren. To the Wee Race. Und die 16. die Koloratur wirklich immer Race. Mit viel Energie, aber keinesfalls hektisch. Das liegt natürlich am Gesamttempo, das wir unten halten müssen. Und dann wieder dieser Rollenwechsel. Wenn ihr den Halteton singt, genießt den Sopran, hört den Sopran zu und gebt our hymn of praise. Gebt quasi den schönsten Kommentar, den ihr in eurem Leben geben könnt, nach dieser schönen Phase des Soprans. Dann die berühmte dritte Strophe, bei der die Männer bitteschön wirklich im ersten Teil komplettes Sagen haben und ihr euch mit den Begleittönen, ich habe es im Sopran auch eben schon liebevoll zu erklären versucht, dass ihr euch bitte, bitte, bitte ganz, ganz, ganz fein zurückhaltet, eher pianissimo als piano, wenn ihr so die berühmte Verteilung habt, ihr habt zwei Drittel Frauen im Chor und ein Drittel Männer, wobei das ist ja schon eigentlich eine sehr, sehr gute Balance, in vielen Chören sieht es noch bedeutend anders aus, ein Viertel, drei Viertel. Dann bitte Father John, ganz, ganz, ganz leise, ganz, ganz zart. Ich habe das beim Sopran eben angespielt, das muss ich jetzt hier nicht aus Zeitgründen wiederholen. 77 nehmt ihr das Zepter wieder in die Hand. Da könnte man denken, so, was soll denn das? Was ist denn da spannend an der Stimme? Tonlich nicht wahnsinnig viel Spannendes, aber ich finde eure Funktion jetzt hier auch einfach, zum Beispiel den Sopran, der hier eine unglaublich hohe und schwierige Stelle im Mezzo Forte zum G, also meine Damen, macht es nach. Das ist echt hart für den Sopran. Deswegen finde ich, dass ihr mit einem Mezzo Forte Ton, der in die Richtung eines Fortes geht, la, 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 mit dieser vierfachen Tonwiederholung to the we race. Ihr könnt euren Sopran rechts neben euch an der Stelle wirklich mit diesen vier Tönen einen herzlichen Glückwunsch zurufen, wenn sie diese Stelle einfach gut gemeistert haben. Also ich finde, das ist einfach super, super gut eure Funktion an der Stelle. Letzte Strophe, hymnisch. Und so weiter habe ich auch beim Sopran gerade gesagt. Dann jetzt gerade die Stelle habe ich beim Vorsingen des Überfalls gerade grandios versemmelt. Entschuldigung, der Übergang, und zwar aus der tiefen Lage. Ja. Given grace is you. Ich lasse meine Altstimmen wirklich da mit den Männerstimmen unten in der ganz tiefen Lage singen. Grace is you, man and divine. Flowers of earth and buds of heaven. Flowers of earth and buds of heaven. Dann geht ihr in 100 wieder rauf.
102 ist wieder genau das gleiche Spiel. Die vierte Triole finde ich wahnsinnig spannend, singt darauf zu. Dann habt ihr in 105 den Taktwechsel, aber ihr habt ja keinen Stress mit dem Taktwechsel, weil ihr euch erstmal... Ihr könnt euch ja erstmal auf dem Halteton ausruhen und Sopran-Tenor führen den Taktwechsel. Natürlich zusammen mit eurem Dirigenten oder der Dirigentin. Ja, soweit. Ich mache mit den Männerstimmen weiter und vielleicht sehen wir uns gleich zum Abschlussdurchgang. Ciao. Hallo, liebe Tenöre. Wir starten in der zweiten Strophe. Ich spiele vier Takte voraus. Zur Tenorstimme. Strophe 2, Koloraturen, grundsätzlich setzende Noten. Ganz, 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 ganz leicht bitte nehmen. Night, night. Dann das Hill and Vale. Genießt auf der 1 von 45 diesen kurzen Moment mit dem Alt zusammen, diese Dissonanz, das D gegen das S, das D gegen das S von Sopran und Bässen. Dann weiß ich nicht, wie ihr es in eurem Chor aufteilt, ob ihr euch leisten könnt, wirklich die Männerstimmen auch in drei Stimmen zu teilen oder ob ihr, ich habe jetzt die Version gesungen, Lord of All, ich habe die normale Tenorstimme gesungen. Spannend ist natürlich auch die Baritonstimme. Lord of All, to thee we raise. Also ich finde es schön. Wenn das einfach kommt. Vielleicht sogar spannender als die Tenorstimme. Ich würde vielleicht so, ja, je nachdem wie viele ihr seid, maximal ein oder zwei Tenöre die Tenor-Einstimme singen lassen und dann eine größere Zahl einfach in die Baritonstimme setzen. Lord of all to thee we raise.
damit genau eben diese Figur wirklich in vier Stimmen, in zwei Frauen- und zwei Männerstimmen einfach sehr transparent durchkommt. Und dann This a joy for him of praise. Oder dann eben auch hier in den Bariton springen, das müsst ihr mit eurem Chorleiter ausmachen. Him of praise. Dass ein Teil der Tenöre, besser eins, gerne auch in der Mittelstimme stehen bleibt. Dann Strophe 3. For the joy. Ich weiß, das ist nicht die Lage, in der Tenöre sehr, sehr gerne espressivo singen. Ich würde sagen, Tenöre, wenn es euch schwer fällt, macht es dem Mezzo-Piano gerne in Mezzo-Forte. Auch je nach Verhältnis Männerstimmen, Frauenstimmen in eurem Chor müsst ihr da gut gucken, ob ihr da vielleicht eine kleine Stufe einfach mehr gebt. Damit insgesamt das Piano, das eher Pianissimo der Frauenstimme und eure Melodiestimme, dass das wirklich so ausgeglichen ist, als wäre es ein Klavierstück. Das muss echt ein dynamisches Level sein und es ist eine Katastrophe, finde ich, wenn an dieser Stelle der Chor einfach zeigt, dass er das nicht ernst nimmt und die Frauenstimmen viel, viel, viel zu laut einfach dann durch die Gegend plästern. Sehr genussvoll bitte die Stelle Friends Above. And Friends Above. Ja, dieses Intervall, diese große Septe abwärts, singt man extrem selten. Ich finde sie einfach, es ist ein Genuss jedes Mal, wenn ich sie höre. And Friends Above. Ja, ihr denkt sie natürlich aufwärts zur Oktave hin. Ihr denkt sie, fühlt sie, als würde sie nach oben weitergehen, sich nach oben auflösen. Ja, anstatt auf einem tiefen Ton jetzt hier so drauf zu fallen. So, okay, das ist klar. In der Strophe 4, da dürft ihr ein echtes, sattes Forte singen mit bitte noch dem Adjektiv prachtvoll oder erhaben dabei, so in Klammern. Nicht fortissimo. Aber kraftvolles Forte. Grace is you. Nein, hier gilt wieder das gleiche für den großen Sprung nach oben, nach unten. Mezzo Forte schreibt er. Ihr müsst einfach mal schauen, wie die Akustik ist, wie die Besetzung ist, ob die Männerstimmen vielleicht hier sogar noch bei Graces noch im Forte bleiben. Die Altstimmen, das in der tiefen Lage, mit einem Mezzo Forte samtlich unterstützen. Und dann kann der Sopran, nämlich, das ist wichtig, der Sopran muss wirklich Mezzo Forte singen dürfen. Ja, ich finde, alles unter Mezzo Forte ist an der Stelle für den Sopran wirklich Körperverletzung. So, weiter. In 101 bis 103 gilt natürlich von der Aufteilung her genau das gleiche wie vorne an. Dann der Taktwechsel. Achtet darauf. Die Achtelnoten, die ihr vorher die ganze Zeit ja auch im Klavierzwischenspiel hört, die Achtelnoten bleiben stabil. Es wird also nicht das Tempo angezogen, sondern es ändert sich nur die Taktart, aber das Grundtempo der Achtelnoten bleibt konstant. Our hymn of praise. Ich habe jetzt hier eine Notenausgabe, die ist unlesbar. Keine Ahnung, was jetzt hier sich der Herausgeber gedacht hat, was die Tenöre da singen sollen im Schlussakkord. Our hymn of praise. Abspringend wäre natürlich auch denkbar. Our hymn of praise. Ich glaube, wenn du mich fragen würdest, ich würde es am liebsten vierstimmig so in dieser Lage einfach hören, als in der Lage. Okay. Liebe Tenöre, vielleicht sehen wir uns gleich noch im Klavier. Gesamtdurchgang. Danke fürs Zuhören. Ich mache mit den Bässen weiter und tschüss. So, hallo liebe Bässe. Wir steigen einmal vorne ein. Erste Strophe haben die Frauenstimmen alleine. Es geht in der zweiten Strophe los. Ich gebe euch zwei Takte voraus. Thank you.
noch für die Bassstimme. In der zweiten Strophe, es startet mit einem Mezzo-Forte-Ton, der ganz, ganz, ganz viel Strahlkraft nach oben braucht. Und bei dem ich die Bässe immer bitte, dass gerade die Schlusstöne, die langen Schlusstöne, dass die sich für euch anfühlen, als würden diese Töne noch weiter hinaus in die Höhe gehen. For the beauty of each other. Denk einfach, dass dieser Ton nicht stehen bleibt, sondern dass die Frequenz ins Unendliche einfach steigt, damit diese Töne leben. Ja? Of the day and of the night. Bei dem Ton, die Phrase geht ja dann wieder runter, hat aber auch wieder diesen langen Schlusston, bei dem du genau das gleiche denken musst. Dann dieses wunderschöne Duett. Mensch, wann singt der Bass schon mal mit dem Sopran so ein schönes Duett zusammen? Ja, und diese Stelle. And triant. Viele Bässe müssen sich da echt schon anstrengen für das D. Aber dann, sorry, denk den großen Sprung nach ab, nach unten. Denk ihn nicht als großen Sprung nach unten, sondern denk ihn so, dass die Linie weitergeht. Dass sie nach oben einfach sich auflöst. Denn dann vermeidest du, dass du wirklich in den Keller fällst und auf diesen Ton drauf drückst und presst und dann eigentlich auch nicht schön intonierst. Weiter geht's. Ich habe jetzt, du hast es wahrscheinlich gemerkt, ich habe gerade zwei verschiedene Stimmvarianten gesungen. Ich habe in der ersten Stelle 52, da habe ich die Bassstimme gesungen. Und wenn die Stelle hinterher nochmal kommt, im Takt habe ich jetzt gerade vergessen, da habe ich dann die Baritonstimme gesungen. Ich weiß nicht, ob ihr im Chor so gut aufgestellt seid mit den Männerstimmen, dass ihr die Männer in drei Stimmen teilen könnt, wie er es hier vorschreibt. Ich finde den Ton echt sehr, sehr spannend. Das B auf diesem Akkord. Das ist ein Sus-Akkord an der Stelle. Er bringt Ass-Dur in den anderen Stimmen, weil das Ass im Klavier ist. Aber wenn dann die Bässe mit dem B noch da drin sind, macht das ganz, ganz, ganz viel für den gesamten Sound des Chores aus. Das ist viel, viel schöner, als wenn alle Bässe an der Stelle. Der Ton ist auch schön, aber den hat erstens der Alt schon auch gesungen dort oben und zweitens würde ich unbedingt dafür plädieren, dass welche von euch auf dem B bleiben. To the re-raise. Ja, dann die re-raise, die Kadenz abwärts, die ist dann nicht so spannend an der Stelle. Da ist dann die Baritonstimme an der Stelle vielleicht noch ein bisschen spannender zu singen. To the bam, bam, bim, badam. Und dann dieser kleinen Koloratur, die keinesfalls hektisch wirken darf, sondern die ganz, ganz, ganz fein von den Tonen, die ganz fein abperlen muss, als würde man wirklich mit dem Daumen so ein Glissando so runterziehen. Ja, keinesfalls, jadadam, keinesfalls buchstabiert, sondern ganz, ganz, ganz elegant abziehen. Und auch hier gilt, die Baritonstimme, die ich gerade nicht gesungen habe, ich hatte die Bassstimme gesungen, die Baritonstimme ist eigentlich die schönere Stimme. Du musst dich mit deinem Chorleiter abstimmen, welche Stimme wer singt. Dann Strophe 3, euer großes Männersolo. Mezzo-Piano, also nicht freie Fahrt, Laien los fortissimo, sondern wirklich Mezzo-Piano, espressivo. Ich gucke bewusst an der Stelle jetzt ein bisschen komisch aus der Wäsche, um wirklich ganz, ganz viel Oberton, Glanz aus den Augen, aus dem Augenbereich, aus der Kopfresonanz in den Ton reinzukriegen, damit es einfach leise sein kann, aber gleichzeitig espressivo. Ich bin hier in der Klavierbauwerkstatt, Piano aus Keim, wo ich große Empfehlung, falls du mal in der Gegend bist, die haben wunderbare Instrumente. Es riecht so schön nach Klavierlack, aber irgendwie, es geht so ein bisschen auch auf die, also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier high wäre oder so, aber ich merke schon, es geht ein bisschen in den Schädel hinein. Aber genau da soll der Ton einfach sitzen. Aber gleichzeitig, wie man bei einem guten Wein sagen würde, eben auch mit Körper. Ne? Brother, sister, parent, child. Wirklich eine, also ich finde es, also in so Chormusik, modernere Chormusik, populäre Chormusik auch so, das ist echt, finde ich, eine der schönsten Stellen für Männerstimmen in diesem Stück, diese Stelle, diese dritte Strophe. Zu dem großen Abwärtssprung habe ich schon gerade was gesagt, zum Duett singen ebenfalls. Dann die Stelle Lord of All, 77. Steht mit sofort und dann geht es weiter.
ich würde meinen besten Daten niemals sagen, meine Herren, das war aber Forte. Mir ist klar, ihr geht dort in die Höhenlage, in die, manche Bässe in die extreme Lage der Stimme mit dem D und dem E. Da dürft ihr wirklich auch ein kleines Crescendo denken, dass das in Richtung des Fortes geht. Aber es muss einfach noch ein sehr, sehr schöner, kontrollierter Ton bleiben. Aber auch, ihr macht einfach einen sehr, sehr guten Support einfach für die Frauenstimmen, die dort im Mezzo Forte. Stelle kurz raised. Die müssen kurz da dieses G einfach singen im Mezzo Forte. Das, wenn sie das schön machen und nicht zu laut, dann könnt ihr denen wirklich in eurer Pause mal so einen kleinen Daumen nach oben einfach zuwerfen und dann weiter singen. This is a joy for me. Dann machen die auch die nächste Stelle schön im Piano, wenn sie dann wissen, oh, sie haben den Job gut gemacht, die Bässe finden, fanden es auch toll. Wirklich, das ist eine Stelle, wo es unglaublich viel Energie dann auch von euch braucht. Vierte Strophe. Große Hymne. Chor ist wieder jetzt unisono zusammen. Aber bitte singt Forte, nicht Fortissimo. Rutter schreibt bewusst nur ein Forte dorthin und will auch nur ein Forte. Dann, ja. Wir haben in 101, 102 wieder diese Stimmteilung. 105, der Taktwechsel, der betrifft euch kaum. Die hohen Stimmen machen den Taktwechsel ja erstmal voraus. Versteht oder dem, ja, grundsätzlich auch mit Menschen, die wollen immer was knöttern und was Böses sagen, dann könnte man jetzt hier an der Stelle sagen, so, boah, ist ihm nichts Besseres eingefallen? Gerade für die Bässe, jetzt hier so, a hymn of praise, könnte man denken so, hä, was soll das, ne? Aber ich finde, es ist in diesem Stück so viel Fantastisches gelaufen, er hat so einen schönen Spannungsbogen gemacht, dynamisch auch bis zum Forte, aber nur einfach dieses, es ist ein Loblied, aber es ist nicht das große Oratorium, was er hier abfeuert. Es ist aber trotz allem ein sehr schlichtes Stück. Ich meine es nicht abwertend, sondern ich meine es einfach so vom Grundgestus. Auch wenn ich jetzt gleich im Klavierdurchgang mir erlaube, das mal nicht so ganz schlicht, oder ich bringe ein paar Töne im Bass auch rein, die da nicht stehen, einfach weil dieses Klavier so Spaß macht. Aber der Grundgedanke dieses Stückes, finde ich, ist sehr zurückhaltend, dezidiert. Und deswegen ist dieser Schluss, er fährt ins Piano zurück. Er bringt nichts Neues mehr. Er wiederholt dann abschließend in dieser. Wir sind ja von B-Dur nach H-Dur gewandert, über G-Dur kurz als Zwischenstation und sind jetzt hier in einem ganz hellen Bereich. H-Dur, nicht nur wegen des Hs, H-H-H, sondern ich finde einfach so, das Instrument klingt hier weitaus. Also zwischen diesem B-Dur und dem H-Dur. Das ist ja der kleinstmögliche Abstand nach oben. Das ist nur ein kleiner Halbton, aber es liegen so, so, so viele Welten dazwischen. Also auch dieser Tonartwechsel, der ist so meisterlich einfach angelegt. Und trotzdem bleibt dieses Stück in seiner Anlage schlicht. Und deswegen, ich habe jetzt viel gesprochen, muss jetzt aufhören, was ich eigentlich sagen wollte, auch deswegen dürft ihr diesen Schluss, our hymn of praise, ihr dürft diese Phrase, die ihr schon millionenmal wahrscheinlich gesungen habt, in fast allen anderen Stücken wahrscheinlich auch, kommt es ja, bam, 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 5551, aber ihr dürft es hier wirklich auch singen, als in dem Bewusstsein so, es ist alles gesagt, es ist alles gut und quasi alles andere wäre irgendwie Pathos, überladen, manieriert, wie auch immer. Sondern genau dieses Schlichte hier ist vollkommen richtig. So, ich hätte total Bock, wenn ihr jetzt einfach direkt dran bleibt und mit in den Gesamtdurchgang einsteigt. Ich werde noch ein paar Sachen grundsätzlich musikalisch sagen und dann gibt es einen Durchgang, zu dem du hoffentlich dann auch toll mitsingen kannst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis gleich. Tschüss. So, willkommen zurück, falls ihr zwischendurch die Stimmen übersprungen habt. Ich habe jetzt alle vier Stimmen durchgearbeitet und ein paar Anmerkungen gegeben zu den Stimmen jeweils. Ich mache das jetzt nochmal ganz, ganz kurz und ganz gerafft, nochmal als Überblick für das, was mir musikalisch wichtig ist. Und dann geht es in den Gesamtdurchgang. Und ich hoffe, du hast dann eine Menge musikalischen Input mitbekommen und bist in diesem Stück ganz gut unterwegs. Wenn du es noch nicht gekannt hast oder wenn dir das Stück schon bekannt war, es ist ja eigentlich fast ein Standardstück, hast du vielleicht auch irgendwo was Neues mitgenommen, wo du denkst, okay, cool, für die nächste Chorprobe kann man das vielleicht einfach mal auch mitnehmen und ausprobieren. Dann hat dieses lange Video schon seinen Sinn auf jeden Fall total erfüllt. Und ja, ich freue mich an der Stelle schon auch über deine Rückmeldung. Also, es geht los mit der Einleitung, die hoffentlich auch dein Chorleiter
Songwriter oder dein Pianist so in diesem lockeren aller Breve, dass die aller Breve Noten, die halben Noten wirklich so einen ganz ruhigen so dieser ganz, ganz ruhige, entspannte Herzschlag. Dann hast du dieses Happily, halbe gleich 66 ungefähr, die 8 Minuten perlen einfach ab. Das ist kein Stück für Pianisten, die zeigen wollen, wie schnell sie Klavier spielen können. Die müssen was anderes spielen. Ja, Sopran kommt schlicht wie aus dem Nichts mit dieser Melodie, wie so ein Schöpfungsgedanke quasi, wie bei Haydn in der Schöpfung. Aber wirklich auch There's such a for him. Es klingt schon in 29 schon an. Das ist ein absolut, das ist ein freudiges Stück. Ich mag einfach die englische Sprache für diese Wörter wie joyful. Also wie schön ist einfach dieses Wort. Ne? Wie schön singt es sich auch. Ne? Freue ich drauf. Zweite Strophe, wenn der ganze Chor kommt, mezzo forte. Achtet darauf, dass ihr nicht zu laut seid. Mezzo forte kann zu viel sein, wenn ihr 5 Sopräne habt, die gesungen haben und dann kommen irgendwie 8 Altstimmen und nochmal irgendwie 10 Männerstimmen auf einmal dazu und die machen das mezzo forte, dann habt ihr einen zu großen Levelunterschied zwischen dem Sopran alleine und dem Chor. Dann lieber nochmal einfach vorsichtiger anfangen. For the beauty of each hour, of the day and of the night. Hier ist zum ersten Mal. Hier geht es zum ersten Mal in die Vierstimmigkeit. Manchmal nur 2 verschiedene Töne, aber da eben auch hier mit vierstimmig mit schönen Akkorden. Die Koloraturen immer entspannt, also zu Koloraturen sage ich zu diesen 16. Noten. Hier könnt ihr ein bisschen mehr aufmachen. Hier wäre dann das Mezzo Forte wirklich angesagt, gerade für Altstimme und Bassstimme. Dann Hill and Vale, Sopran, Bässe. Hill and Vale. Macht nur so viel, dass jetzt die Tenor- und Altstimme, die sich da so ganz, ganz schön geschmeidig dazwischen schiebt, dass die wirklich als gleichberechtigte Stimme sozusagen in der Mitte einfach stehen bleiben kann, dass die nicht von oben und unten wirklich komplett zugedeckt wird. Frauenstimmen. Sun and Moon. Flüstert bitte wirklich. Ihr habt einen großen Sprung nach oben und ihr seid unisono. Das heißt, euer Ton wird sowieso unfassbar laut an der Stelle. Das heißt, keinesfalls mit der Lautstärke von Flower weiter singen, denn dann wird es einen Akzent geben und es plästert einfach nur dem Zuhörer um die Ohren. Das möchte man nicht. Sondern wirklich Flüsterton. Hier würde ich dann auch sagen, da darfst du für einen kurzen Moment wirklich zeigen, so wow, das ist drin. Aber ich würde dann auch nicht mehr machen. Also es darf kein Fortissimo-Bereich sein, sonst würde man das Stück missverstehen. Und also warum? Du kommst einfach dann schwerlich wieder runter. Wenn du jetzt hier ein Fortissimo machst, dann kannst du eigentlich nur mit Gewalt, mit der Handbremse sozusagen künstlich das Ganze wieder so zum Stillstand bringen, dass du in der nächsten Strophe wieder mit einem Pianoton starten kannst. Deswegen ist es, glaube ich, an der Stelle echt musikalisch sehr, sehr logisch, nur in ein Forte zu gehen. Ich hatte gesagt, ich finde die Vierteltriole am spannendsten eigentlich in der ganzen Chorstruktur jetzt hier. Also die bitte nicht zu schwach besetzen, gerade in der Baritonstimme. Und dann zurückfahren. Dann letzte Anmerkung. Immer wenn wir Praise zum Schluss singen. Ich habe jetzt auch das scharfe S gemacht. Ich würde das bitte vermeiden. Ich würde in ein eher stimmhafteres S. Praise. Ich würde es nicht zischen lassen wollen. Praise. Ich möchte da kein durch die Kirche zischen hören. Also das passt überhaupt nicht. Also entweder ganz, ganz, ganz dezentes Pianissimo scharfes S. Aber pünktlich sollte es sein. Das ist auch wichtig und vor allem sehr, sehr gerne wird das geschludert und dieses Praise wird irgendwie so nebulös. Praise! Könnte man irgendwie auch denken. Könnte in schlechter Popmusik wirklich auch so sein, dass das irgendwie so mit einem Fade-out so, dass irgendwie so nebulös weitergeht. Nee, mach es nicht. Rutter könnte das länger schreiben, wenn es länger haben wollte, er will es nicht. Und es ist auch ganz gut so, dass es nicht will. Pray. Denn nur
seid ihr wieder dran. Mit den Männern geht es los und die Frauen bringen dieses ganz leichte Echo, sodass diese Phrase komplett zweistimmig funktioniert. Ausgeglichen Männerstimme, Frauenstimme. Ich deute mal an. Es darf keinesfalls jetzt ein Battle sein zwischen Männerstimme, Frauenstimme. Es muss wirklich eine wunderschöne Paarung sein und wirklich in kompletter Harmonie und Ausgewogenheit auch zu sagen, so, okay, wir wollen das wirklich auch so, dass da keine Stimme die Überhand gewinnt. Bis My Lord of All 77. Da habe ich bei den Frauen ja gerade schon erzählt, hier übernehmt ihr so ein bisschen lieber die Führung. Reingeht, sondern wirklich pianissimo. Jetzt noch was. Ja, hier dann wirklich Forte, vielleicht noch ein weiteres Forte, kein weiteres Forte in Klammern, Forte. Je nach Akustik, je nach Ort, in dem ihr das singt, wird sich das, glaube ich, gut ergeben. Das Klavier stößt auch nochmal eine Menge angefunden heraus. Ihr seid unisono. To our race so freely give. Geschlossenen, kopfigen, wunderschönen Ton. Human and divine. Dum. So, dann kommt das Crescendo wieder ins Lord of All, genau wieder mit den Stimmteilungen. Und dann 105, der kleine Tanz, die kleine Tanzeinlage. Ja, die Achtel bleiben also konstant von ja. Tempo im Grunde nicht angezogen, sondern nur die Taktart für einen kurzen Moment geändert. Und dann dieser kleine, ich habe dem Besten da gerade schon ein Kotelett an die Backe gelabert, zu diesem Schluss, in den ich auch total verliebt bin, wirklich. Nach also diesem großen Höhepunkt, den Russell da musikalisch und dynamisch auch aufbaut, obwohl es nur Forte ist, kehrt das Stück ziemlich schnell dann auch wieder. Es wird ein ganz schlichter Schluss gegeben. Jetzt ohne die Koloratur und vor allen Dingen auch ohne irgendetwas Neues und auch ohne einen Ton, der so ins Unendliche wabert. Sondern du hast wiederum nur of prayer. Ja, und bei diesem Harmoniewechsel, da ist Schluss. Und da ist dann bitte wieder dieses mini leise S. Damit auch der Harmoniewechsel und das Motiv im Klavier. Und jetzt schreibt er Molto Rallentando. Das heißt, ich habe meinem Chor gesagt, ihr beendet das Stück nicht, sondern der Pianist. Ja, ihr macht im Grunde, ihr liefert einen Abschluss, eine abschließende Aussage, die auch in ihrer Schlichtheit schöner nicht sein könnte. Aber kein großes Ritardando, ich mache fast gar keins, aber nehme dann am Schluss einfach mir nochmal viel Zeit. So, jetzt habe ich nochmal viel losgewonnen. Ich hoffe, es war jetzt keine allzu große Doppelung dabei zu dem, was ich schon gerade in der Stimmprobe gesagt habe. Jetzt ohne weitere Unterbrechung der Gesamtdurchgang. Viel Spaß! Thank you.
Vielen Dank. Das war meine virtuelle Chorprobe zu John Rutter for the Beauty of the Earth. Da, wenn es dir ein bisschen gefallen hat, dann bitte abonnieren, liken, teilen, sharen, wie auch immer. Durch die Kommentare möchte ich gerne auch noch lernen, was man in diesem Format besser machen kann. Also bitte, wenn du Tipps hast, Ideen hast, her damit. Ich freue mich sehr und hoffe, dass ich meinen Chor und hoffentlich auch viele andere Chorsänger durch diese komische Zeit bringen kann. Dass es vielleicht auch danach, wenn Corona mal vorbei ist, dass es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was nutzen kann zwischendurch. Einfach zu Hause ein bisschen singen zu können, die Stimme zu hören. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn es dir gefallen hat und es dir was gebracht hat, dann sag's weiter. Ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, bleib gesund vor allen Dingen und tschüss.